Morgen. Danke vielmals. Da ist schon ein bisschen Power drin am Sonntagmorgen. Man ahnt es ein bisschen. Es ist irgendwo Kraft rum, oder? Und weil wir heute so das letzte Mal in dieser Predigtserie drin sind, lass uns doch einfach da im Saal und auch die Heime am Bildschirm, lass uns doch einfach mal dem nebendran unsere Muckis zeigen. Oder? So ein bisschen. Zeig mal deine Muckis und vielleicht, wenn die Person... Peter, komm mal rauf, Peter, komm. Wenn die Person kennst, dann lass sie auch mal ein bisschen an deiner Kraft spüren, oder? Ich meine, ich weiss, du hast nachher wieder Minderwertigkeitsgefühle. Ja. Wow. Oh, gell? Jetzt will ich aber... Komm, spüre deine Muckis ein bisschen. Oh, come on, Peter. Genau, so, das ist, oder? Da ist Kraft rum. Und ich will einsteigen, ganz traditionell in eine Predigt mit einem Bibelvers aus dem Philipper Kapitel 2. Der erste Vers. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Und du siehst in dem Bibelvers drin, in dem, was da der Paulus an der Gemeinde in Philippi schreibt, ist die Rede von einer Gemeinschaft, wo der Heilige Geist schenkt. Also gibt es anscheinend einen Unterschied zwischen einfach zusammen sein und wirklich eine Gemeinschaft, die lebt durch den Lebensatem vom Allmächtigen, durch die Kraft von dem Heiligen Geist. Und über die Kraft von der Gemeinschaft wollen wir heute reden. Wie die Kraft auch in deinem Leben kann zur Entfaltung kommen, würde ich heute beleuchten. Weil wir wissen, wie es ist. Nur weil wir irgendwo in einer Gruppe von Menschen sind, heisst noch lange nicht, dass wir uns nicht einsam fühlen. Nur weil wir Leute um uns herum haben, vielleicht in einer Familie leben, heisst das noch lange nicht, dass wir uns nicht einsam fühlen. Und genauso, wie es eine Realität ist, dass Gemeinschaft, gute Gemeinschaft, Kraft schenkt in deinem Leben, genauso ist leider auch die Umkehrschlussrealität, nämlich, dass Einsamkeit dich krank machen kann und dich schwach machen kann. Uns kann schwach machen. Und ich will unterscheiden zwischen zwei Begriffen, die oft im gleichen Atemzug erwähnt werden, aber die eigentlich ganz etwas anderes bedeuten, nämlich Alleinsein und Einsamkeit. Wenn jemand sagt, ich sehne mich nach Einsamkeit. Weißt, ich habe immer so viele Leute um mich herum, ich will wieder mal ein bisschen Einsamkeit. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, kein Mensch sehnt sich nach Einsamkeit. Sondern wir sehnen uns zwischendurch wieder mal ein bisschen danach, alleine zu sein. Und ich weiss, wie das ist, wenn man den Wunsch hat, um wieder mal ein bisschen alleine zu sein. Ich bin verheiratet und habe 4 Söhne und es läuft immer viel. Darum der Wunsch, zum alleine zu sein, der ist gut, der ist gesund. Aber Einsamkeit ist ein Gefühl, während dem alleine sein ein Zustand ist. Weil Einsamkeit kannst du dich eben auch fühlen, wenn du in einer grossen Gruppe von Menschen bist. Und das heisst es auch in der offiziellen Definition von Einsamkeit. Das ist ein Ausschnitt, den ich euch mitgebracht. Das ist die negative Empfindung, von anderen Menschen getrennt zu sein. Also es ist ein negatives Erleben von der Trennung von anderen Menschen. Das ist das Gefühl von der Einsamkeit. Und es ist relativ viel Forschung betrieben worden zu dem Thema. Und ich will euch den folgenden Ausschnitt vorlesen. Nicht irgendwie zum Angst machen, sondern einfach um der Gemeinschaft und dem Wert von der Gemeinschaft einfach nochmal Gewicht zu geben. Weil wir oft das Gefühl haben, Gemeinschaft ist noch so
eine Option, oder? Wenn ich noch genug Kraft habe für die Gemeinschaft, dann gehe ich noch in die Kirche oder in die Small Group oder sitze am Familientisch oder was es auch immer ist. Aber Gemeinschaft hat eben bei weitem mehr Auswirkungen, wie wir sehen, was eben Einsamkeit für Auswirkungen hat. Und darum möchte ich euch den wirklich eindrücklichen Teil vorlesen von Manfred Spitzer, das ist im Buch «Einsamkeit» geschrieben. Er ist Neurowissenschaftler und Psychiater. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Krankheit, die hierzulande immer häufiger auftritt und chronische Schmerzen verursacht. Eine ansteckende, von der medizinischen Wissenschaft noch kaum erforschte Krankheit, die sich schneller ausbreitet, als die Immunität gegen sie aufgebaut werden kann und die als eine der häufigsten Todesursachen in der zivilisierten westlichen Welt eingestuft wird. Eine Krankheit, die das Aufkommen anderer Leiden begünstigt, von Erkältungen über Depressionen und Demenz bis hin zu Herzinfarkten, Schlaganfällen und Krebs. Diese Krankheit wäre mithin ein bedeutender Risikofaktor für andere häufige und tödliche Krankheiten. Zugleich wäre sie tückisch, denn viele Betroffene wüssten gar nicht, dass sie an ihr leiden. Diese Krankheit gibt es tatsächlich, ihr Name Einsamkeit. Und es gibt verschiedene wirklich zuverlässige Forschungen und Studien zu dem Thema. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Und auch der Beobachter schreibt über die gesundheitlichen Folgen von der Einsamkeit. Das ist in der letzten Ausgabe von 2021 ist das erschienen. Einsamkeit belastet den Körper wie 15 Zigaretten pro Tag. Also wenn du aufhörst rauchen, dann fang auch an, deine Freundschaften zu pflegen. Dann hast du gerade 30 Zigaretten weniger geraucht. Einsamkeit ist doppelt so gefährlich wie Übergewicht. Einsamkeit lässt einen Menschen frühzeitig dement werden und Einsamkeit erhöht das Risiko, frühzeitig zu sterben um 30%. Also warum gibt es so einen grossen Zusammenhang zwischen unserer körperlichen Gesundheit, unserer seelischen Gesundheit, unserem Wohlempfinden und Gemeinschaft beziehungsweise eben Einsamkeit. Warum ist das so? Ich habe mir das überlegt. Das ist ja mega krass. Und die Antwort ist relativ einfach, die liegt auf der Hand, weil Gott uns als Wesen geschaffen hat, wo angewiesen sind auf Gemeinschaft. Er hat uns nicht als unabhängige Individuen geschaffen, sondern er hat uns als abhängige Menschen, die Teil sein von einer grösseren Gemeinschaft geschaffen. Und das sehen wir schon in der Ehe, das sehen wir schon in der Familie, wie Kinder mit den Eltern Gemeinschaft haben. Das sehen wir in unserem ganzen Leben, wie Gott uns in die DNA das reingelegt hat, dass wir Gemeinschaft brauchen. Es geht nicht ohne. Und der Beweis dafür ist, dass wenn wir keine gute Gemeinschaft haben, werden wir krank. Und wir sehen in der Bibel, dass Gott eben selber Gemeinschaft ist. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie sind Gemeinschaft. Dann, Gott hat den Mensch gemacht, uns, dich, mich, weil er zusammen sein mit uns, weil er Gemeinschaft haben will. Darum hat er durch seinen Sohn Jesus Christus und den Tod am Kreuz und die Auferstehung alles aus dem Weg geräumt, was uns hindern kann von der Gemeinschaft zu ihm, weil ihm das so wichtig ist, dass er mit uns zusammen sein kann. In der Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Oder es heisst auch, mit ihm essen. Dann werde ich reinkommen und mit ihm an den Tisch sitzen und Tischgemeinschaft haben und mit ihm essen. Also nur du alleine kannst die Tür aufmachen, dass Jesus in dein Leben kommt und mit dir kann essen und Gemeinschaft haben. Also Gott hat uns so gemacht.
Und das sehen wir auch, wie er den Mensch gemacht hat, eben nicht als Individuum, sondern er hat zuerst nur den Mensch gemacht und dann hat er den Mensch aufgeteilt in Mann und Frau, die sich gegenseitig ergänzen und können Gemeinschaft haben miteinander, damit sie einander eben gut tun. Dann sehen wir, dass Gott der Gott ist vom Volk Israel. Und das Alte Testament berichtet immer vom Volk Gottes, von Gott und seinem Volk. Von Gott, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und nicht einfach der Gott von Abraham. Sondern er ist ein Generationengott. Er sieht weiter, er sieht die Generationen, die Menschen, die Gruppen, die Völker. Wir alle sind ihm wichtig. Gott verwirklicht auch seine Pläne. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir das. Er verwirklicht seine Pläne nicht durch einzelne Superhelden, sondern immer in einer Gruppe von Menschen. Der Abraham und seine Familie, der Noah und seine Familie und wir sehen auch, wie Jesus mit seinen Jüngern eine neue Familie hat, wo er sagt, das sind meine Brüder. Dann, wenn wir auch zurückschauen in die jüdische Kultur, dann sehen wir, dass Tora ist immer vorgelesen worden. Weil das ist ein wertvolles Buch gewesen, eine wertvolle Schrift, die nicht jeder hat können, in seinem Keller haben oder in seinem Bücherregal. Sondern du bist in der Gemeinschaft hören, was vorgelesen wird über den Gott von unserem Volk. Und genauso sind auch die Briefe, die wir im Neuen Testament lesen, immer an eine Gemeinde geschrieben worden und vor der Gemeinde vorgelesen worden, oder? Es war nicht so, dass der eine irgendwie die 100'000 Mal abgeschrieben hat und jedem im Briefkasten gerührt hat, sondern man hat gerufen, hey, kommt alle hierher, wir lesen euch etwas vor. Es ist immer, der Glaube ist immer in der Gemeinschaft passiert. Und dass wir können, die Heime am Livestream sitzen, das ist ein riesen Vorteil. Dass wir können überall unser Bible-App führen im Zug und wo wir auch immer sind und nicht mehr unsere schwere Bibel immer mittragen. Also eigentlich müsstest du ja diverse Bibeln mittragen, weil im Bible-App kannst du ja jede Übersetzung fast anschauen und lesen. Und dass wir das nicht mehr mühen, ist ein riesen Vorteil, aber es ist eben auch eine grosse Gefahr. Dass wir in die Schiene kommen, wo wir das Gefühl haben, ja, einfach nur ich und mein Jesus. Oder nur Me and my Jesus. Und das ist etwas völlig eine neue Entwicklung. Natürlich brauche ich meine Zeit mit Gott alleine, im stillen Kämmerli. Aber der Glaube lebt von der Gemeinschaft. Du lebst von der Gemeinschaft. Ich lebe von der Gemeinschaft. Und Gott wohnt in der Gemeinschaft. Ich glaube, das sind Gründe, warum das Einsamkeit und Gemeinschaft so eine grosse Auswirkung haben auf unsere körperliche und seelische Gesundheit. Das hat übrigens auch der Paulus schon gewusst. Er sagt im Römer 15,24, ich habe vor, nach Spanien zu reisen und bei dieser Gelegenheit hoffe ich, euch in Rom persönlich kennenzulernen. Wenn ich dann in der Gemeinschaft mit euch neue Kraft geschöpft habe, könntet ihr mich vielleicht bei meiner Weiterreise unterstützen. Der Paulus hat Gemeinschaft einberechnet in seine Reise, genauso wie er Pausen, Verpflegung und so weiter eingerechnet hat. Also du siehst, wenn wir weiterkommen wollen, wenn wir gesünder sein wollen, wenn wir mehr erreichen wollen, dann brauchen wir die Kraft, die aus der Gemeinschaft rausfließt. Und darum lass das zu einer Ressource werden in deinem Leben. Zu etwas, wo du ganz bewusst einplanst, weil du sagst, das gibt mir Kraft. Genauso wie du dir einplanst, dass du dich bewegst, dass du dich gesund ernährst. Genauso sollte die Gemeinschaft auch eine wichtige Rolle spielen in unserem Zeitplan. Und ich merke, etwas, was ich oft vergesse, ist mit meinem Papi telefonieren. Er wohnt nicht gerade in der Nähe und darum telefonieren wir ab und zu. Und wenn ich mit ihm telefoniere, dann gibt mir das Kraft. Also auch Leute, die vielleicht jetzt zuhause zuschauen, weil sie nicht da sein können. Auch du kannst Kraft schöpfen durch die Gemeinschaft, vielleicht über das Telefon oder virtuell.
oder jemand, der dich besuchen kommt. Also Gemeinschaft kann eine Ressource sein in deinem Leben, genauso wie gesunde Ernährung und Bewegung. Und interessant ist, dass Verletzungen in Gemeinschaft passieren, oder? Also interessant, das ist so ein bisschen ein negativer Aspekt, aber das Positive ist eben, dass Verletzungen auch in der Gemeinschaft wieder heilen. Und der Fehler, den viele Menschen machen, ist, wenn sie in der Gemeinschaft verletzt werden, dann gehen sie aus der Gemeinschaft raus in die Einsamkeit. Und natürlich gibt es gewisse Gemeinschaften, die einem nicht gut tun, die man auch verlassen muss. Aber dann ist es dran, um eine Gemeinschaft zu finden, die dir gut tut, wo du aufgebaut wirst, wo du Vertrauen kannst überkommen. Weil bis es wirklich eine gute Freundschaft kann entstehen kann, braucht es, sagt man, etwa 50 Stunden, die man miteinander verbringt. Also es ist kein Quick-Fix. Es ist nicht einfach so schnell. Also wenn du mit jemandem eine Freundschaft entwickeln willst, geh am besten mit einer Woche in die Ferien. Dann merkst du, oder? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen, oder? Oder vielleicht, ist cool. Oder jetzt sind wir so richtig zusammengewachsen, jetzt können wir da weitermachen. Und ich merke auch immer wieder, wenn Leute aus anderen Gemeinden zu uns ins ICF kommen, wechseln, dann gibt es oft so komische Situationen, wenn ich mit ihnen abmachen oder ihnen anrufen, erwarten sie immer, dass es irgendeine Kritik kommt oder irgendeinen Zusammenschiss oder eine Zurechtweisung, weil ihr Pastor immer nur dann sich gemeldet hat, oder, wenn es irgendwie etwas nicht gut war. Und sind dann völlig erstaunt, wenn ich einfach anrufe und sage, hey, komm, lass uns mal zusammen Kaffee trinken oder lass uns mal zusammen zum Mittag essen. Also ausgewogene Gemeinschaft, gute Gemeinschaft, kann wirklich deine Gesundheit nachhaltig beeinflussen und dein Leben verlängern. Und darum lass uns so eine ausgewogene Gemeinschaft finden. Und irgendwie genau zwischen den verschiedenen Kreisen, die du hier eingeblendet siehst, das Ganze in einen guten Rhythmus in deinem Leben reinbringen können. Weil die Gemeinschaft, die besteht aus der Gemeinschaft, wo du allein mit Gott bist, oder wo du einfach einmal allein unterwegs bist, eben nicht einsam, sondern allein, wo du mit deinem Ehepartner hast oder auch mit deinen Kindern. Und ich habe diese zwei Kreise auseinandergenommen, weil diese Beziehungen haben verschiedene Zielsetzungen. Mit meiner Ehefrau will ich ein Leben lang zusammen sein und mit meinen Kindern bin ich froh, wenn sie irgendeines Tages ausziehen. Und darum investiere ich in meine Kinder, dass sie selbstständig werden. Und mit meiner Frau möchte ich die Beziehung vertiefen, dass wir abhängig bleiben voneinander. Und das ist gut so. Und darum, wenn wir so die verschiedenen Kreise pflegen, dann glaube ich, gibt es in der Mitte so eine Schnittmenge, wo Kraft daraus herauswachsen kann. Wo die Ressourcen ist. Dann ist es nicht einseitig nur eine Gemeinschaft mit deinen Churches oder mit deinen Arbeitskollegen oder nur eine Gemeinschaft mit Gott, sondern es ist ausgewogen. Und ich glaube, dort drin ist der Sweet Spot. Ich möchte noch darauf eingehen, was ich glaube, was so wichtige Sachen sind, die wir brauchen, dass eben kraftspendende Gemeinschaft kann entstehen in unseren Beziehungen. Also das ist sicher mal Selbstliebe. Und dort fängt alles an. Ich meine nicht Narzissmus, ich meine nicht das, eben, wo ich muss jeden Morgen vor dem Spiegel meine Muckis 20 Minuten betrachten und mich der Geilste finde und tief verletzt bin, wenn einmal jemand auch nur eine kleine Kritik an mir anbringt. Ich meine nicht Narzissmus, sondern ich meine eine gesunde Selbstliebe, dass du kannst Freude haben an dem, wie Gott dich gemacht hat. Dass du in den Spiegel schauen darfst und wissen, hey, ich bin zwar nicht zufrieden so unbedingt mit allem an dem Körper und an dem Innenleben, aber danke Gott, du machst keine Fehler. Und ich glaube, es gilt auch für mich. Nicht nur für die anderen, sondern ich glaube, es gilt auch für mich. Also lieb dich selber wie die Nächsten. Oder wie Jesus gesagt hat, lieb die Nächsten wie dich selber. Es fängt alles mit der Selbstliebe an. Dann Grosszügigkeit, eine Gemeinschaft. Eine gute Gemeinschaft lebt von Grosszügigkeit. So Kleinlichkeit und Geiz. Und so, dass immer auf diesen Einzelheiten rumhacken, das killt Gemeinschaft. Und wir haben bei uns in der Familie und auch hier in der Kirche im ICF St. Gallen definiert,
dass wenn ein Fehler passiert oder eine Verletzung passiert, wir gehen immer davon aus, dass es nicht extra gemacht worden ist. Wir unterstellen den Menschen kein negatives Motiv. Wir gehen immer vom Besten aus in unserer Gemeinschaft. Und das erleichtert und entspannt extrem. In der Apostelgeschichte 10 hat es einen interessanten Vers, und da heißt: Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Also lasst uns grosszügig sein miteinander und nicht so auf dem rumhacken, wie man jetzt müsste sein, nach deiner Vorstellung. Oder wie ein Christ muss leben, damit er eben auch deine persönliche Gegenwart verdient hat. Aber in dem Sinne heisst es ja nicht, dass du keine Grenzen darfst haben. Und das ist mein nächster Gedanke. Es ist auch wichtig, dass man Nähe und Distanz hat. Also, dass man nicht, es gibt so die einen Leute, oder? Das eine Extrem ist der Mensch, der gerade den Seelenstriptease macht, nachdem er sich vorgestellt hat. Oder? Und gerade seine tiefsten Probleme und Herausforderungen auf den Tisch legt und du denkst, ich kann noch einen Kaffee trinken. Danke, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Merci. Oder der andere, der einfach immer sehr reserviert ist und eigentlich niemand das sich anlässt. Das sind so die zwei Extreme. Ich habe ein TikTok-Video gesehen von einer Frau im Zug, die sich gestört hat, dass der eine mit den Kopfhörern so laut Musik gehört hat. Vielleicht hast du das auch gesehen. Steht auf und ruft raus. Und beleidigt den Typ. Und flucht den zusammen. Und sie will endlich mal ihre Ruhe haben. Und niemand sagt etwas. Also typisch Schweiz. Alle bleiben hocken so. Ah, die rastet aus. Ja, was soll sie doch? So. So, lassen wir uns nicht anmerken, oder? So müssen lachen. Also, Nähe und Distanz hat mit Grenzen zu tun. Und meld dich bitte, bevor eine Grenze überschritten worden ist. Weil diese Frau in diesem Zug, in diesem Video, hat definitiv zu lange gewartet, mit Grenzen zu kommunizieren. Und wenn man zu lange wartet, unsere Grenzen zu kommunizieren, dann irgendwann ist es ein Vulkan und es passiert viel Zerstörung. Jetzt in dem Sinne ist die Nähe vielleicht ein bisschen grösseres Thema unter uns Christen. Und da gibt es einen neuen Begriff, und der heisst toxische Empathie. Empathie bedeutet Einfühlungsvermögen. Empathie bedeutet, ich kann ein Stück weit dir nachfühlen, wie du dich fühlst. Warum, dass du die Entscheidung getroffen hast, oder warum, dass du in den Umständen lebst, wo du lebst. Und das ist gut und wichtig, das Mitgefühl. Aber es gibt eben auch ein ungesundes, ein toxisches Mitgefühl, das einfach nicht gut ist, das eben keine Grenzen hat. Und das toxische Mitgefühl kann so weit gehen, dass es einen Täter zu einem Opfer macht. Dass man sagt, ja, der kann doch nichts dafür. Der ist ja als Kind auch missbraucht worden. Der kann ja nicht anders als andere missbrauchen. Natürlich, er ist vielleicht missbraucht worden, aber das heisst nicht, dass er das Gesetz übertreten darf. Und das heisst nicht, dass für ihn Gerechtigkeit nicht gilt. Und das ist der Begriff von toxischer Empathie. Das kann passieren, dass man dann sagt, wenn der Täter zum Opfer wird, ja, schau, die Frau, die ist so arm, die muss ja stellen. Ja, okay, sie ist mega arm. Das ist der Fakt, aber wir können ja Mitgefühl haben. Aber lass uns doch dort Grenzen ziehen, wo man sagt, hey, stellen kommt nicht in Frage, egal wie arm das du bist. Es gibt andere Lösungen. Lass uns dieser Person helfen, eine andere Lösung zu finden. Also, eine gesunde Gemeinschaft lebt von Menschen, die auch gute Grenzen haben und die Grenzen auch gut können, kommunizieren können. Und es ist nicht das Ziel, dass du so empathisch bist, dass der andere kann auf dir rumtrampeln und dich kaputt machen und machen mit dir, was er will, bis du nicht mehr weißt, wer du bist. Nur weil du so viel Verständnis hast und so toxisch empathisch bist. Zieh deine Grenzen, kommuniziere sie. Und da sind wir beim letzten Gedanken, nämlich beim Erzählen. Eine Gemeinschaft passiert nur, wenn wir einen Teil lassen, da Teil
haben lassen. Genau. Wenn wir einander teilhaben lassen, an unserem Leben, an unseren Gefühlen, an unseren Gedanken, an unseren Erfolgen, an unseren Problemen. Das macht ja die Gemeinschaft lebendig. Du kennst das, du hockst irgendwo am Tisch mit Leuten in der Kantine, oder? Vielleicht in der Schule, Berufsschule oder am Arbeitsplatz. Und es ist so eine komische, peinliche Stille und irgendwie so. Okay. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen beobachtet. Ich habe dir einen Tipp. Haben bei mir jetzt nicht immer alle so cool gefunden, aber es hat funktioniert. Wenn ich mit Mann am Tisch gesessen bin und wir nicht gewusst haben, über was reden und irgendwie die Gemeinschaft nicht im Fahrrad kam, habe ich immer gefragt, wenn du ein Fahrzeug wärst, welches und warum? Hey, komm, wir in den Kindergarten. Nein, das ist cool, komm, das machen wir. Und so. Dann ist ein bisschen ein Schwung gekommen und man hat sich kennengelernt. Kirche, lebendige Gemeinschaft um Jesus Christus, ist immer auch Erzählgemeinschaft. Es ist ein Geheimnis um das Erzählen, um das Mitteilen dessen, was wir miteinander erlebt haben. Denn Erzählen ist menschlich und Erzählen macht menschlich. Erzählen benötigt Zeit und Erzählen überwindet die Zeit. Erzählen braucht Gemeinschaft und Erzählen schafft Gemeinschaft, wo Menschen Anteil geben können an dem, was ihnen widerfahren ist. Da wachsen aus dem Hören und Reden Horizonte der Hoffnung und Heilung. Und genau das lesen wir auch im 1. Johannes 1,7, wo du kannst lesen, da einblendet. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir Sachen am Licht haben, eben, das heisst nicht, dass mit jedem muss Seelenstriptease machen, aber einfach wenn du einen gewissen Einblick gibst in dein Leben, dann kann wirkliche Gemeinschaft passieren. Ich will schliessen mit Matthäus 7, Vers 12, wo Jesus die goldige Regel erwähnt und sagt, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Also mit anderen Worten, in dem Sinne ist die ganze Tora und Tanach und alles, was der jüdische Glaube ausmacht, zusammengefasst. Geh mit anderen so um, wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Und darum, wenn du merkst, du willst aus deiner Einsamkeit ausbrechen, als erstes natürlich bitte Gott, dass er dich freisetzt. Aber ich glaube, anstatt krampfhaft nach Gemeinschaft zu suchen, könntest du auch den Spiess umdrehen und sagen, ich suche mir einfach eine einsame Person. Geh mal mit dieser einen Kaffee trinken und schau, was passiert. Such dir einen Einsamen. Such dir eine Einsame. Und dann ist schon zwei geholfen. Vielleicht kommt noch eine dritte dazu, oder eine vierte. Eine fünfte. Lass uns einfach einen kurzen Moment Zeit nehmen, zum schauen, ob der Heilige Geist jetzt einfach eine Person dir aufs Herz legt, die einsam ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als Gemeinschaftswesen erschaffen hast, dass wir aufblühen in einer guten Gemeinschaft. Und ich bitte dich, hilf uns, heil uns, überall dort, wo wir Verletzungen in der Gemeinschaft erlebt haben, bitte ich dich, heil uns in der Gemeinschaft und heil unsere Gemeinschaft, wo unsere Gemeinschaft Heilung braucht. Und Vater im Himmel, wir wollen Gemeinschaft haben mit dir und wir bitten dich, dass du so stark und real erlebbar bist, dass du uns ja, so berührst und bewegst, dass das darf in die Gemeinschaft mit unseren Liebsten und allen anderen Menschen hineinfliessen. Jesus, lass ICF St. Gallen ein Ort sein,
wo wir gestärkt werden in deiner Gegenwart, wo du wahre, gesunde und gesundhaltende Gemeinschaft schenkst. Amen. Lass uns doch miteinander einfach nochmal aufstehen und Gott anbeten. Zeit mit ihm verbringen. So richtig reinklinken. Und wenn du dich einsam fühlst, dann gib Gott jetzt das Gefühl, weil ich glaube, dass er dir begegnen wird. Ich bin wirklich überzeugt, dass Gott dir eine unsichtbare Umarmung schenken wird. Darum lass uns doch miteinander aufstehen und Jesus anbeten.